Eigentum und Gerechtigkeit sind wie Wasser. Kein Mensch kann es lange halten. Ich habe viele Jahre in Gerichtshöfen zugebracht und ich habe gesehen, wie Eigentum und Gerechtigkeit sich verändern, während ein Mann spricht. Sich verändern wie die Raupe in eine Puppe und dann in einen Schmetterling wechselt. Manchmal dachte ich, ich hätte bereits den Sieg in Händen. Dann aber sprach der Richter und meine Hände waren wieder leer. Wie Wasser, das durch deine Finger rinnt, war alles wieder leer. Wir haben uns ans Verlieren gewöhnt. Seit George Washington uns dieses Land versprach, uns das Land so lange versprach, wie der Berg steht und das Gras grün ist, und dann sein Versprechen brach und uns in den letzten 10 Jahren Stück um Stück abgenommen hat, haben wir verloren. Immer nur verloren. Ich habe lange Zeit in New York gearbeitet. Wie viele junge Männer der Mohikaner-Nation auf dem Bau. Die weißen Männer konnte ich gar nicht hassen, denn sie waren in vielem ebenso wie wir. Aber sie kennen die Erde nicht und sie lieben sie nicht. Und normalerweise sprechen sie nicht aus dem Herzen. Sie handeln nicht aus dem Herzen. Sie sind wie Schauspieler auf der Leinwand. Sie sind nicht von der Tugend berufen, sondern von ihrem Geschick, Rollen zu spielen, jemanden anderes zu spielen. Weiße selbst haben mir das in einfachen, schlichten Worten gesagt. Sie haben kein Vertrauen in ihre Häuptlinge, und dennoch folgen sie ihnen. Wenn wir einem Häuptling misstrauen, dann ist es aus mit ihm. Dann haben die Häuptlinge der Weißen zu viel Macht. Es ist nicht gut für einen Mann, wenn ihm immer nur gehorcht wird. Am schlimmsten ist noch das, was ich über ihre Herzen gesagt habe. Ihre Häuptlinge haben es verloren, und damit haben sie auch die Barmherzigkeit verloren. Sie sprechen von woanders her, sie handeln von woanders her. Aber von woher? Ich weiß es so wenig wie du. Es ist, denke ich, eine Art Wahnsinn. Ich war in der Armee und wir kämpften gegen einen schlechten weißen Mann. So sagten sie uns jedenfalls. Wir hatten Versammlungen, die Ausbildung und Orientierung genannt wurden. Sie zeigten uns Filme, um uns zu beweisen, dass dieser schlechte weiße Mann wirklich schlecht war, was für schreckliche Dinge er in seinem Land tat. Nach den Filmen war jeder immer unheimlich wütend und wollte kämpfen. Außer mir. Ich war sowieso nur in der Armee, weil sie mehr bezahlte, als ein Indianer sonst verdienen konnte. So war ich auch nicht wütend, sondern verwirrt. Es gab nichts, was jener weiße Häuptling tat, das die meisten weißen Häuptlinge in unserem Land nicht ebenfalls taten. Sie erzählten uns von einem Ort, den sie Lidisi nannten. Es war fast genauso wie Wounded Knee. Sie erzählten uns von Familien, die tausende von Kilometern transportiert wurden, um vernichtet zu werden. Es war ziemlich genauso wie der Trail of Tears. Sie erzählten uns, wie dieser Häuptling seine Nation regierte, sodass niemand es wagte, ungehorsam zu sein. Es war fast so wie bei den weißen Männern, die in New York bei den großen Gesellschaften arbeiteten, wie Sam es mir beschrieben hat. Ich befragte einen anderen Soldaten, einen schwarzen weißen Mann. Mit ihm war es einfacher zu sprechen als mit den üblichen weißen Männern. Ich fragte ihn, was er von der Ausbildung und Orientierung halten würde. Er sagte, es wäre eine große Scheiße, und er sprach aus dem Herzen. Ich dachte lange Zeit darüber nach, und ich wusste, er hatte recht. Die Ausbildung und Orientierung waren große Scheiße. Aber lasst mich noch etwas sagen. Die Nation der Mohikaner ist dabei, ihre Seele zu verlieren. Die Seele ist nicht so etwas wie Atem oder Blut oder Knochen, und man kann sie auf viele Arten verlieren. Kein Mensch weiß eigentlich genau wie. Mein Großvater hatte mehr Seele als ich, und die jungen Männer haben weniger Seele als ich. Aber ich hatte noch genug Seele, um mit Old Grandfather zu sprechen, der heute ein Waschbär ist. Er denkt wie ein Waschbär, und er ist um die Nation der Waschbären ebenso besorgt, wie ich um die Nation der Mohikaner. Er denkt, dass die Nation der Waschbären bald untergehen wird, und mit ihr alle anderen Nationen der freien und wilden Tiere. Das ist sehr schlimm, und es macht mir Angst. Wenn die Nationen der Tiere sterben, wird die Erde ebenfalls sterben. Das ist eine alte Lehre, und ich kann sie nicht anzweifeln. Ich sehe es schon jetzt passieren. Wenn sie mehr von unserem Land stehlen, um diesen Damm zu bauen, wird mehr von unserer Seele sterben. Und mehr von der Seele der Tiere wird sterben. Die Erde wird sterben, und die Sterne werden ausgehen. Die große Mutter selbst wird sterben. Und das alles wird geschehen, weil die Menschen nicht mehr in Worten reden, sondern weil sie Scheiße reden.